Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Bam! Eine Frage und einen Engel jeden Tag für dich. Und die heutige Frage, die ich dir wieder aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel-Beilfuß mitgebracht habe, fragen können wie Küsse schmecken, geht wieder auf das Weihnachtsfest zu. Das ist die Frage, wenn du dich auf Weihnachten freust, trotz all dem Stress, den du in der Vorbereitung, besonders in diesem Jahr 2020, hast, wenn du dich auf Weihnachten freust, welches Bild hast du da vor Augen? Was macht dir dein Herz so richtig warm? So, pack einfach mal so dein Schatzkästlein der Erinnerungen aus. Was für ein Duft strömt da heraus? Welche Bilder liegen in diesem Schatzkästchen verborgen? Welche Lieder erklingen da? Welche Momente sind unauslöschlich für dich? Wenn du dich auf Weihnachten freust, welches Bild hast du da vor Augen und was macht dir dein Herz so richtig warm? Und wie immer, schreib deine Antworten oder deine Ideen, deine Erinnerungen ruhig unten in die Kommentare. Lass uns miteinander darüber ins Gespräch kommen. Und auch heute gibt es wieder einen Engel, den man nur gut sieht, wenn man eine bestimmte Perspektive einnimmt. Ich kann das ja, ihr wisst es, weil ich meine Engelsbrille habe, meine Adventsbrille, die ich von meiner Freundin Ellen Horlebein aus Afrika zugesandt bekommen habe. Und mit der schenke ich dir heute den Engel der Selbsterkenntnis aus diesem wunderbaren Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele. Am Tempel in Delphi stand das Wort, das das gesamte abendländische Denken geprägt hat. Gnoti Seoton, erkenne dich selbst. Der Anfang aller griechischen Weisheit besteht in der Selbsterkenntnis. Das griechische Wort Gnoskein meint ein Sehen. Ich soll mich also richtig sehen. So sehen, wie ich wirklich bin. Dazu muss ich mich befreien von den Illusionen, die ich von mir habe. Oft habe ich eine Brille auf, mit der ich nur sehr gefärbt sehe. Manche tragen eine rosarote Brille, mit der sie alles Negative übersehen und in sich nur das Helle und Gute sehen. Andere schauen durch eine schwarze Brille. Sie sehen alles schwarz. Sie entwerten sich und machen sich vor allem schlecht. Unser aller Brille ist gefärbt durch unsere Lebensgeschichte mit ihren Verletzungen und Wunden. Und sie ist gefärbt durch unsere Wünsche und Bedürfnisse. Wir sehen in uns nur, was wir sehen wollen. Da brauchen wir den Engel der Selbsterkenntnis, der uns unsere Brillengläser immer wieder putzt, damit wir klar sehen, was wirklich in uns ist und wer wir in Wahrheit sind. Dass dir das gelingt heute, das wünsche ich dir von ganzem Herzen und freue mich darauf, wenn wir uns morgen wiedersehen, wenn das nächste Türchen in Mickys Adventskalender 2020 geöffnet wird.